Wir schalten an die Frankfurter Börse zu Bettina Seidel, wo derzeit wieder Berichtssaison herrscht. Alle 3 Monate legen die Unternehmen ja ihre Geschäftszahlen vor. Wer sticht denn heute besonders hervor? Heute der Autobauer Mercedes. Der hat nämlich einen Milliardengewinn eingefahren, trotz gestiegener Materialkosten. Vor Steuern waren das 5,5 Milliarden Euro Gewinn, mehr als erwartet. Und das eben in nur einem Quartal, in 3 Monaten, also von Januar bis März. Weil Mercedes bei seinen Kunden höhere Preise durchsetzen konnte. Mercedes hat das etwas anders formuliert, sprach von einer gesunden Nettopreisgestaltung im Pkw-Bereich. Hieß so viel, die gewinnträchtigen Spitzenmodelle wie Mercedes, Maybach, die fanden reichlich Abnehmer. Luxus läuft eben, weil die wohlhabende Kundschaft ganz offensichtlich die Inflationsbelastung nicht so sehr spürt. Die Mercedes-Aktie deshalb heute zeitweise an der DAX-Spitze in einem insgesamt ruhigen Umfeld. Der DAX minus 0,3%, 15.748 Punkte der Stand. Auf Wochensicht ist das ein leichtes Minus. Dankeschön, Bettina Seidel.